Ab dem Zehner, wenn ich die Leiter da hochgehe, dann kribbelt es ein bisschen in den Waden. Wenn ich vorne auf der Kante stehe, dann bin ich ganz konzentriert. Dann versammle ich mich, beherrsche mich, springe. Man spürt wirklich das Adrenalin. Man ist glücklich, man taucht auf, man denkt, oh, du hast es mal wieder geschafft. Natürlich ist es auch toll, wenn so ein Aalerknacker da runterspringt und die Leute, die freuen sich dann mit mir. Aber ich muss immer wieder betonen, jeder kann was, was ein anderer nicht kann. Ich würde sofort das Zehnerspringen eintauschen, wenn ich gut Klavier spielen könnte oder Gitarre oder Saxophon. Also ist ganz toll. Ich wollte immer Vorbild sein. Und man durfte über mich lachen, auch wenn was schiefgegangen ist, egal. Aber Haltung, Vorbild. Ja. Super, Jürgen.